Herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter World mit Arezo. Ich bin Arezo und hier gibt es irgendwo eine kleine Quest noch. Da unten. Von der Lyniana-Expertin Schnurrtrupp-Safari. Du da, Höhenflieger, ich habe nach dir gesucht. Ja, wie wär's, wenn du mal dann von deinem Buch aufguckst und rumgehst? Ich war oben. Mensch. Grüße. Jetzt, wo wir endlich flugtauglich sind, wollen wir uns die Gelegenheit doch nicht entgehen lassen, oder? Meine Lieblinge brennen darauf, loszuziehen und Orte zu erkunden. Sie möchten dir im Feld gerne helfen. Nenne ihnen einfach einen Ort und sie werden dorthin gehen und die Gegend untersuchen. Vielleicht bringen sie dir sogar ein paar Souvenirs mit. Wie gefällt dir das? Na, ich rede mal wieder zu viel. Tut mir leid. Also, was kann ich für dich tun? Moment. Die brennen darauf, Dinge zu untersuchen. Und brauchen mich, um ihnen zu sagen, wo sie hingehen sollen, ja? Was sind das für faule Abenteurerkatzen? Die Schnurrtrupp-Safari. Du kannst die Partykurs anderer Spieler und befreundete Grimm-Alkynen auf eine Schnurrtrupp-Safari schicken. Während du Quest und Expedition erledigst, ziehen die Kerlchen los und sammeln Materialien und schalten Untersuchung frei. Um eine Safari loszuschicken, musst du eine kleine Menge an Forschungspunkten als Gebühr bezahlen. Ach so, es sind Söldner. Die Partykurs für eine Safari stammt von Spielern, deren Gildenkarten du hast oder Spielern, mit denen du kürzlich gespielt hast. Also, ja, ich bekomme Piplip als Einzigen. Safari auswählen. Jedes Dreierteam verfügt über eigene Eigenschaften. Je höher ihre Sammlerfertigkeit in Bezug darauf ist, worauf du es abgesehen hast, desto besser das Ergebnis. Ziel auswählen. Wenn du das Gebiet ausgewählt hast, in dem die Safari unternommen werden soll, werden dir drei Routen vorgeschlagen, aus denen du eine auswählen kannst. Die Anzahl der Sterne steht für die Schwierigkeit. Ein Tatzensymbol bedeutet, dass lokale Schnurrtruppler vor Ort helfen, sodass die Erfolgschance der Safari steigt. Vergiss nicht, deine Belohnung abzuholen. Sobald du von einer Quest oder Expedition zurückkehrst, hat auch die Safari eine Quest abgeschlossen. Wenn du ihren Ertrag einsammeln möchtest, befiehl ihre Rückkehr. Es gibt zwei Orte, an denen du Schnurrtrupp-Safaris verwalten kannst. Bei der Forschungsbasis oder über deinen Haushälter. Im Laufe des Spiels kannst du unter immer mehr Teams wählen, die du losschicken kannst. Außerdem wächst die Zahl der Safari-Orte, die du ansteuern lassen kannst. Okay. Schnurrtrupp-Safari losschicken. Forscher von Peach. Achso, das sind die... ja, die wir kennen. Ich sag dazu nichts. Forscher von Peach, 100 Punkte. Ja, klar, warum nicht? Wir haben 17.625, da können wir was... Die können jagen? Wahrscheinlich nur die Kleinen, ne? Jäger im Training und junger Jäger. Wildtumödnis. Ne, die können... Obwohl, doch, das sind ja relativ kleine. Also sammeln und forschen können die gut. Ja, ich denke, das hier wird das Beste sein, dann Route C. Da haben sie zwei einfache Dinge. Dann ein Großjagers, der sie wahrscheinlich verprügelt. Und dann kommen sie zurück. Wildtumödnis. Ja, ähnlich. Hoppala, nein, da wollte ich... Hier, da wollte ich hin. Route C. 100 Punkte aufwenden, um eine Safari loszuschicken. Ja. Dann los, mein Insektentrupp. Putzig sind sie auf jeden Fall. Oh. Schön. Gut, das haben wir. Hoppala. Das ist so ein merkwürdiger Fehler, dass das Steam-Overlay einfach mal zwischendurch auftaucht, wenn man sprintet. So ein verdammt merkwürdiger Fehler. Okay, zu einer Expedition aufbrechen wollen wir jetzt gerade nicht wirklich. Ich werde zurück nach Astera gerade mal. In die Versammlungsstätte. Nein, Handelshof, das war's. Ich bin mir fast sicher, ich will zum Handelshof. Jagdtipp, Spuren und Fährten. In sehr seltenen Fällen erhältst du nach der Untersuchung von Monsterfährten ein Objekt. Ist noch nicht passiert bisher. Oh. Hier haben wir noch ein paar Quests, gut zu wissen. Aber jetzt wollen wir erstmal Dinge abgeben. Hallo. Das Schiff über Astera? Das war das Schiff der ersten Flotte. Die haben es da oben gelassen, nachdem es dort aufgelaufen war. Okay, was hast du gefunden? Wir haben Honig gesammelt und bekommen Rüstkugeln. Sehr schön. Wir haben auch kleine Monster besiegt und bekommen eine Rüstkugel.
Außerdem haben wir Förderplätze an Förderplätzen gesammelt und bekommen Rüstkugeln. Und noch einen Haufen Rüstkugel. Und neuer befristeter Beutezug verfügbar. Gutachten Großjagerser jagen. Gutachten Vogelwieferner jagen. Allgemein befristeter Beutezug und irgendwas Unbekanntes ist dabei. Abkürzung zu. Uppala. Ah ja, das hier sind die Lieferungen. Klar, müssen wir machen. Da fehlt uns eine Ratian-Schuppe. Okay. Dafür fehlt uns Tsitsiyaku-Lederhaut. Okay. Abkürzung zum Glück. Schamus-Lederhaut, fester Knochen. Ja, ich möchte die Seilbahn bitte. Deswegen. So. Und Schamus-Lederhaut, das bekommen wir ohne Probleme. Nordöttliches Lager bekommen wir jeweils hiermit. Okay. Untersuchung. So, ne, Untersuchung wollen wir nicht. Beutezüge wollen wir. Ja, Feldforschung Pilze, Feldforschung Flora bekommen wir zweimal. Wunderbar. Große Monster fangen, nicht unbedingt. Forschung Korallenhochland. Zwei Quests im Korallenhochland könnte man machen. Aber ich glaube, ich mache lieber die beiden Dinge noch. Die sind einfach. Und wir brauchen ja die Kugeln. So, dann reden wir mal mit den Leuten, die uns Quests geben wollen. Mal sehen, ob wir in der Folge überhaupt dazu kommen, irgendwas noch anderes zu machen. Nachrückliche Fünferin. Hey, du! Du siehst aus, als hättest du nichts zu tun. Wie wäre es, wenn du mir diesen Job abnehmen würdest? Die alte Dame in der botanischen Forschungszentrale benötigt Sachen für den Dünger, den sie herstellt. Aber ich kann gar nicht. Bitte, bitte? Also, jetzt? Wirklich? Du machst das für mich? Was für eine Erleichterung. Schön, dass du auch endlich zu etwas herbeiträgst. Nee, ich mach das nicht. Nö. Uralte Bäume brauchen einen reichhaltigen Dünger, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Und da kommt deine Forschung ins Spiel. 500 Punkte müssen wir ausgeben und Korallenknochen. Und dann haben wir den Beschleuniger. Den wir nicht wirklich brauchen wahrscheinlich. Also zumindest momentan, aber okay. Hallo. Alles klar? Du warst im Tal der Verwesung, richtig? Weißt du, ich arbeite an einem Plan, der helfen soll, dass mein uralter Baum größer wird. Aber ich muss zuerst etwas bestätigen. Keine Sorge, ich werde dich nicht mit zu vielen Details belasten. Könntest du dich bitte um die Quest Hartnäckige Störenfriede kümmern? Das würde mir bei meinem Problem sehr helfen. Wenn du dich nicht um diese Quest kümmerst, wird das meinen Fortschritt verlangsamen und das wäre schlecht für uns alle. Außerdem, es wäre für alle ein Unglück, wenn ich da draußen zum Abendessen eines Monsters werden würde. Lass uns jetzt nicht im Stich. Ja, kein Druck. Töte 14 Horne Tauren. Total der Fall. Okay, das ist jetzt kein Problem. Hallo, kluger Biologe. Gut, dich zu sehen. Super, die fünfte Flotte. Sie kommt wie gerufen. Momentan betreiben wir von den Draufgängern Forschung zum Verhalten des Paulumu. Die drei Gelehrten sind bereit, die große Schlucht zu überqueren und das Korallenhochland zu erforschen, um den Paulumu zu folgen. Viel Glück. Die Quest heißt Weißes Monster, Weißer Kittel. Wir wissen jegliche Hilfe von deiner Seite zu schätzen. Okay. Fange einen Paulumu. Ja, okay. Müssen wir wieder Leute fangen. Dann fangen wir eben wieder Leute. Und da oben wollen sie mal wieder, das war Zutaten sammeln. Die haben Jauskoläre Koch. Hi Koch. Hoppala. Hi Koch. Bist du interessiert dran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen? Das wäre was. Du musst dich nur für die Quest Keine Gnade für Schamos und jede Menge Abalone anmelden und sie beenden. Wenn du das erledigst, wird das Menü so wuchtig, dass du dir einen Bruch hebst. Lass mich bloß nicht hängen. Okay, okay. Töte 11 Schamos, kein Problem. Liefere 10 Super Abalone. Auch kein wirkliches Problem. Das mit den Super Abalonen können wir eventuell sogar schon abgeben. Ganz sicher bin ich nicht. Zur Schmiede geht's hier lang. Ah, da leuchtet es ja auch schon. Oh, da haben wir auch noch eine Quest. Ah, die. Hey, hast du einen Augenblick Zeit? Zusätzlich zu den Standardwaffen und Standardausrüstung habe ich jetzt an einem neuen Spezialwerkzeug für unsere Jäger gearbeitet. Aber ich habe die nötigen Materialien nicht. Könntest du dich für die Quest Albtraumartige Flügel melden? Jetzt fängst du schon wieder an. Ich verlese mich dauernd. Das ist nicht gut. Ich habe bereits angefragt, die Vorräte zurückzustellen, die ich nach Abschluss der Quest benötige. Okay. Es muss nicht sofort sein, aber ich würde deine Hilfe sehr schätzen.
Töte 5 Raffiners. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Haufen Quests jetzt. Das ist schon mal gut. Hallo. Da bist du ja, Fünfer. Elemente sind wichtig. Wenn du sie ignorierst, wirst du ziemlich dumm dastehen, wenn es mal drauf ankommt. Also, was haben wir dieses Mal zusammen? Gute Frage. Ich will mal gucken, was wir so aus unseren schönen Klingen machen können. Okay, hier wissen wir nur, dass neue Bäume da sind. Erzbaum geht jetzt auf jeden Fall weiter. Gut zu wissen. Aus den Zwillingsdolchen wird der Doppelschlitzer. Den haben wir noch nicht, ne? Könnten wir dann wahrscheinlich herstellen mal. Radobahn-Schuppe fehlt uns noch. Dann können wir im Kuluyaku-Baum weitermachen. Und dann fehlt uns hier wieder ganz viel Zeug. Die vereidigten Degen. Okay, brauchen noch ein bisschen Zeug. Was ist denn das hier? Dokument? Brauchen wir dafür die Genehmigung oder was? Knochenbaum geht weiter. Allerdings auch nur, wenn wir neue Dinge finden. Ganz toll, wir haben ganz viele neue Dinge freigeschaltet, die man so erstmal sieht. Ist das Explosionsschaden? Ja, tatsächlich. Allerdings... das würde natürlich auch bedeuten, wir haben auf einmal ein Element drin. Eigentlich war ich ganz zufrieden damit, dass wir eine Waffe haben, die kein Element hat, fürs einfache Rumforschen. Anjanatbaum, ja. Da fehlt uns auch ganz viel Zeug. Bei so viel Zeug fehlt uns jetzt das Wissen, was da überhaupt benötigt wird. Beim Juratodusbaum sogar schon. Hier haben wir einen Baum, bei dem wir den Namen nicht wissen. Generell haben wir ganz viele, bei denen wir den Namen nicht wissen. Aha! Horned Tower Baum. Horned Tower Flügel, Horned Tower Panzer, Monster Fluid. Und bei der zweiten Stufe fehlt uns schon wieder ganz viel. Tobikadachi Baum ist klar. Hier ist wieder was Unbekanntes mit ganz viel unbekannten Dingen. Drachenknochenbaum. Drachenknochen. Schön, das sind denen offenbar die Buchstabenplätze ausgegangen. Für den für die Drachenknochen-Zwillinge. Schön. Aber. Achso, die muss man erstmal herstellen. Ja, okay, da fängt es dann direkt damit an. Element Drachen. Und Monsterknochen L, feste Knochen und noch was Unbekanntes, was auch knochig aussieht. Und noch unbekannte Bäume. Okay, gucken wir mal, ob wir bei der Ausrüstung irgendwas. Bei der Rüstung irgendwas Schönes haben. Hier. Hochmetallset. Plus-Verteidigung gegen Eis. Ich wusste nicht, dass es Eis gibt als Schadenstyp, aber gut zu wissen. Moment, das gucken wir uns direkt mal an. Moment, war das Shift? Na toll, ich bin ein übergewichtiger Ritter damit. Königskäfer-Set kennen wir schon. Shamos-Set, das ist nur die Brille. Damit werde ich zum Aburame. So, Horned Tower Set. Cool. Man sieht immer noch ein bisschen übergewichtig aus, aber erstmal cool. Vielleicht sollte ich mir das holen. Allerdings, das hat Minusverteidigung gegen Feuer und Wasser. Gegen Drachen hat es Verteidigung, ja, aber... Paolo Musset... Yay, damit bin ich ein Pilot. Was hat das? Plus, also eine Menge Verteidigung gegen Feuer, aber gegen so gut wie ein anderes, gegen anderes so gut wie nichts. Ne, Moment. Ja, klar, ich war beim Anjanat gerade. Ja. Ja, keine Verteidigung gegen Feuer, ist auch klar, weil sehr viel Wolle. Aber das gibt mir auch einen Hinweis natürlich. Ja, stimmt, ich muss ja mal wieder zu der... Forschungsstation gehen und mir angucken, was die so Neues haben. Also das hier ist für Wasserkämpfe. Dann Radobahn Zeug. Ich bin der Juggernaut. Mal sehen. Gegen Wasser haben wir da Verteidigung und ja, das war's. Okay. Vielleicht sollten wir mal die Ausrüstung, die wir tragen, verbessern. Ich meine, Rüstkugeln bekommt man dauernd. So. Ich bin mir inzwischen fast sicher, dass
es von der vom Jägerrang abhängig ist, wie doll man was verbessern kann. Fast sicher. Nicht vollständig sicher. Gut, verbessern. Sehr schön. Ja, da die Rüstkugel 1 bringt hier nicht wirklich was mehr. Das können wir ja nicht so einfach verbessern. Irgendwas fehlt uns. Okay, noch ein Beinschienen werden verbessert. So. Und der Knochenhüftring wird verbessert. Kann sein, dass ich jetzt im Prinzip die ganze Zeit nur Zeug verschwende, aber wie gesagt, man kann es ja ohne Probleme wiederholen. So. Jetzt, wenn ich einen Verteidigung-Talisman hätte, dann könnte ich den Verteidigung-Talisman damit verbessern. Achso, nee. Ja, Entschuldigung. Hier steht es ja ganz normal. Drachenid und ganz viel anderes Zeug. Das ist teuer. Okay. Aber wir haben ein klein bisschen mehr Abwehr. Das dürfte uns schon mal helfen. Ich meine, klar, das hier ist trotzdem nicht die beste Ausrüstung, aber... Gut, dann gehen wir da hinten nochmal hin und gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwas an Quests haben. Hier war doch der Kommandant, ne? Ja, aber der will uns nichts sagen. Okay. Moment mal. Hugi, warum rennst du weg? Hallo, Licky. Na, wie geht's? Könnt ihr mal bitte auf Licky aufpassen? Danke sehr. Ja. Dann haben wir jetzt ein paar Quests zu erledigen, ne? Machen wir... Ja, okay, wir machen jetzt eine... Irgendwas von den ganz kleinen Quests mal. Optionale Quests. Hier haben wir noch Dinge. Ach, das ist alles abgeschlossen. Warum? Achso, ich habe mich verklickt. Deswegen. Ayaga in Barod. Spezialarena Barod. Ein neuer Herausforderer. Barod, der Kopfnusskoloss. Der Schädelspalter. Verlieren verboten. Nimm dieses Schwergewicht nicht auf die leichte Schulter. Achso, das ist eine Arena. Ah, warum nicht? Da-da-dam. Dürft ihr mal. Danke. Ja, wir nehmen dafür keinen Gutschein. 2000 noch was? Nee. Dafür doch nicht. Und ich möchte dahin bitte aufbrechen auch. So. Die Spezialarena ist mit Kanonen, Ballisten und einer Falle mit herabfallenden Felsen ausgestattet. Jage mit Hilfe dieser Ausrüstung deine Ziele. Das klingt unfair. Wenn du ein Monster auf einer Quest oder Expedition erjagst, wird dessen Spezialarena-Quest freigeschaltet. Mit einigen Ausnahmen. Die Reihenfolge auf der Questtafel ist zufällig. Ich habe so den Verdacht, dass zum Beispiel der Soramak daraus eine Ausnahme wäre. Haben wir hier irgendwas drin? Ja, Wurfmesser zum Beispiel. Okay, Seilbahn wird benutzt. Juhu! Ist auch das erste Mal, dass ich eine Seilbahn benutze, ne? Kommt mir zumindest unbekannt vor. Ballistenmunition wird mitgenommen. So. Ich bräuchte eine Balliste. Damit ich die Munition auch benutzen kann. Da ist eine Kanone. Ach, da hinten. Das ist so verdammt unfair. Oh, hallo. Die schießt man doch gleich. Au. Okay, kein Problem. Wuhu! Oh!
Ich sagte Wuhu, ich wollte da auch runterhopsen. Da hinten ist eine Kanone. Nicht wirklich, was ich wollte. Ja, das war kein wirklicher Treffer. Okay, dadurch, dass der hier hochhopsen kann, ist es nicht ganz so unfair, wie ich dachte. Ich dachte, das wäre im Prinzip einfach nur so ein Spektakel zum, für Zuschauer, die hier aber auch gar nicht da sind. Aua. Der hat die Balliste kaputt gemacht. Okay, da hinten haben wir eine Kanone. Wenn wir damit treffen, dann machen wir bestimmt Schaden, ne? Entschuldigung, ich muss hier mal kurz weg. Achso, die Kanone kann man nicht so frei ausrichten wie die Dings da, nehme ich an. Zum Glück hat er verfehlt, aber ich habe die Kugel fallen lassen. So, gar kein Problem. Ernsthaft. Cool, man kann mit der Kanonenkugel ohne Probleme hier. Au! So viel zu ohne Probleme. Ich denke, das Sinnvollste wäre es, die Kanone zu laden, den runter zu locken. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, weil man die Kanone nicht anders positionieren darf. Ja, toll. Fast. Ich schaff's, das anstrengender zu machen als den Kampf gegen den Soramak Daos. Wartet nur ab. Tschüssi. Keine Sorge, ich lerne schon noch, wie man mit der Balliste schießt. Schießen, Steuerung. Ja, man kann ja auch einfach mal lesen. Aber okay, das war das. Aber sehr gut, und jetzt aufs Bein. Aber der Drachenspeer kann jetzt eingesetzt werden. Was zum Teufel ist der Drachenspeer? Ich meine, ich finde es ja schön, dass ich den einsetzen kann, aber... Ich fände es noch schöner, wenn ich eben wüsste, was und wie. Aua. Lenken schön ab, Arisiana.
Okay, hier haben wir noch einen Hebel für... Ja, wofür denn? Was passiert, wenn ich das mache? Au! Oh, ich denke, das wird der Drachenspeer sein. Dadurch, dass hier kein Schlamm ist, dürfte er eigentlich die Rüstung nicht regenerieren können, ne? Wahrscheinlich hätte ich den schon erledigt, hätte ich einfach die ganze Zeit angegriffen, aber das ist ja auch nichts in der Übung, ne? Schleuderdown wird mitgenommen. Und Schleuderdown wird abgefeuert. Und nochmal. Sehr schön. Ich muss mal an das Schleuderdorn dort rankommen. Danke. Aua! Oh, das wird jetzt unangenehm für den. Yay! Gutachten, große Monster jagen ist auch damit erledigt. Sehr schön. Ich frage mich, ob ich jetzt wieder einer jagen muss, bevor die Spezial... Arena hier frei wird. Weil, dass es freigeschaltet wird, sobald man einen fängt, ist ja eigentlich schon ein ziemlich deutlicher Hinweis, dass das die sind, die wir schon mal gekämpft haben. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, weil eigentlich wird ja gesagt, die werden dann wieder in die freie Wildbahn entlassen. Um das Verhalten zu studieren. Hui. Einfach, weil wir es können. Können. Wir könnten eigentlich auch die Waffe schleifen, während wir im Kampf sind mal. Damit wir mehr Schaden machen. Ja, also die Balliste. An sich hätte ich vorher gewusst. Das Doof ist, ich vergesse immer wieder, dass oben rechts steht, was man machen kann. Eigentlich ist es total leicht, so eine Balliste zu bedienen, wenn man einfach mal kurz nach oben guckt und sich die Anleitung durchliest. Aber nee, das macht der Herr Alrisu ja nicht. Barottpanzer, Skalp, Rückgrat, fruchtbarer Schlamm für ausgewählte Ausrüstung verwendet, okay. Monster, großes Fass, oh cool. Kombiniere es mit Schießpulver, um es in eine Bombe zu verwandeln, sehr schön. Und nochmal, also insgesamt 4 große Fässer, das ist doch schon mal nett. Das müssen wir irgendwann mal machen. So. Das ist ein neuer Rekord, okay, es ist nicht der, den wir schon mal gefangen haben. Paliko-Stufe verbessert, Paliko-Angriff und Verteidigung verbessert. Sehr schön. Wir haben gar nicht bei der Paliko-Ausrüstung geguckt, ob man da was Neues herstellen kann jetzt. Botanische Forschung, du kannst deine Erde einholen. Das sollten wir auch mal machen. Die Pflanzen haben tagsüber immer so gute Laune. Und kann ich dir helfen? Ja, bestimmt. Ich würde gerne meinen Honig ernten. Ach, da ist war ja gar nicht. Ja, wir haben in letzter Zeit wenig Quests gemacht, ne? Düngen müssen wir nicht. Mal sehen. Anbauen. Können wir irgendwas Schönes machen? Nee. Bitterkäfer. Ich würde ganz gerne die Blitzkäfer züchten. Weil die Blitzkapseln haben mich jetzt kürzlich überzeugt. Die sind cool. So, mit euch würde ich gerne reden. Der Sora Magdaros ist ein echter Spielverderber. Der ist echt von morgens bis abends in Aktion. Okay, dann raus damit. Lass mal hören, was du entdeckt hast. Wieso ist ein Spielverderber, wenn er unterwegs ist und dauernd in Aktion ist? Das ist quasi das Gegenteil eines Spielverderbers, ne? Große Monster jagen haben wir. Okay, nein, einen Beutezug will ich machen. Und zwar... Forschung, Untersuchung. Schließ 3 Untersuchungen ab. Nee, wollen wir gerade nicht.
Quest im uralten Wald, große Monster. Vogelwüferner jagen, das machen wir nebenbei irgendwann, ne? Lieferung, können wir da gerade was abliefern? Empor, mein uralter Baum. Ja, das ist das mit dem reichhaltigen Dünger. Schaltet den Beschleuniger frei. Ja, machen wir. Beschleuniger, yay. Ganz wichtig. Wahrscheinlich. Hallo. Alle 10 Jahre oder so während der ältesten Wanderung passiert etwas absolut Großartiges. Alle Pflanzen wachsen dann schneller und werden größer als sonst. Das kann kein Zufall sein und ich werde der Sache auf den Grund gehen. Warte nur. Und kann ich dir helfen? Ja, jetzt ist die Frage. Sorgen die dafür, dass die... Beschleuniger. Beschleunigt den Anbau, sodass du die Dauer von 4 Quests schneller ernten kannst. Lockmittelgelee. Köder verströmt einen Duft, den Insekten lieben und verbessert deine Honigernte. Pilzsubstrat. Guter Dünger, den der Anbau von Pilzen vereinfacht und über die Zeit von 3 Quests wirkt. Und Dünger für Pflanzen, ne? Bloß eben nichts für... Käfer. Ich hätte gedacht, dass der Lockmittel, der Lockmittelgelee da helfen würde, aber offenbar nicht. So, was wollte ich gerade sagen? Ich habe vollkommen den Faden verloren. Wir haben überzogen. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir mal die neuen Infos uns angucken. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.